Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen auf der Map Dyna. Ich denke, die kennt jeder, weil ich die schon mal gespielt habe. Leider bin ich da rausgeflogen, glaube ich. Diesmal will ich sie beenden, auf jeden Fall. Und, ja. Wie ihr seht, habe ich das gleiche T-Shirt an wie in der letzten Folge. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt schon im Voraus aufnehme. Das heißt, die Themen werden nicht mehr aktuell sein, beziehungsweise welche Themen, ja? Die Videos werden einfach nicht aktuell sein. Und die Themen gibt es bei mir sowieso nicht. Also dafür ist das Niveau hier viel zu tief. Warum sind alle schon so weit? Und ich habe noch nicht mal angefangen mit meinem Team. Finde ich nicht so gut. Okay. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das tut mir... Ich musste nur husten, keine Sorge. Tut ein bisschen weh tatsächlich, die Krankheit, die ich habe. Und ja. Läuft auf jeden Fall. Nein, an die Leute, die mir das jetzt geglaubt haben, ich habe keine Krankheit. Das war ein Witz. Haha, lustig, oder? Witzig, richtig witzig, Torben. Richtig amüsant. Bestimmt haben das so null Leute nicht verstanden, dass das ein Witz war. An die, die es als Witz verstanden haben, die es nicht als Witz verstanden haben. Leute, denkt mal euer Überleben. Geht mal in die Ecke und denkt über euer Leben nach. Ja? Dankeschön. So. Ja, wir sind jetzt tatsächlich auch mal in der Mitte, haben dafür eine Treppe. Haben die natürlich nicht, dafür haben die schon 10 Bögen, aber wir haben eine Treppe. Ist insgesamt ein bisschen wichtiger. Der Tim, ich dachte, der rennt jetzt auch schon zu, den sieht man da rechts durch das Laub, durch den Tim übrigens. Aber der Tim wird jetzt von dem Grün fertig gemacht. Pass auf, 3. Ach, er ist auf unserer Eiseninsel. Oh, das war eine optische Illusion. Aber ich meinte ja eigentlich auch den DR Justin. Ach. Tschüss, Grün. Alter, was ist mit euch? Nur weil ich einmal gesagt habe, Grün sind die Schweine, die immer leften. heißt es ja noch lange nicht, dass Grün scheiße ist, ja. Also eigentlich schon, aber trotzdem ist Grün ein Team. Und trotzdem sollte man Grün nicht unbeachtet lassen. Und ich werde sicherlich nicht alleine gegen jetzt zwei Leute von Team Grün Team. Das wäre echt das Unsozialste, was man machen kann. Definitiv nicht meine Art. So, ich werde jetzt erstmal die Mitte bekämpfen und mir einfach ein bisschen Gold sichern. Und nichts meinem Team davon abgeben. Doch, natürlich schon. Das war nur ein ganz lustiger Witz. Wieder lustig, ne Leute? Echt, dieses Niveau in den Folgen, das ist echt immer so hoch. Man glaubt es kaum. Wichtig ist nur, dass ich den da abschieße. Der kann ihm, ne, der kann sowieso hin. Oh, er ist runtergefallen. Starke Leistung. Guck mal, kommen die eigentlich immer näher? Ich habe das Gefühl schon. Boah, Alter, ich habe mich direkt ready gemacht, als ich nur dieses Duck gehört habe. Ich will ihm... Mein Gott, jetzt spring doch bitte nicht immer hier runter. Ich will ihm nur kurz zeigen, dass ich noch immer auf die aufpasse. Ach, der hat jetzt auch einen Bogen, der Chiller. Ich hoffe, der verpisst sich da gleich. Oh mein Gott, er hat kassiert, aber irgendwie hat er keinen Rückschuss bekommen. Oh, ist er No-Knockback drin? Nein, das kann man natürlich nicht sagen auf diese Distanz. Und auf die unregelmäßigen Bögenschüsse, die ich frontal gegen ihn abgegeben habe. Wenn er jetzt gleich keinen Knockback... Die haben alle Bögen. Und ich treffe keinen. Hallo, er steht auf der Stelle, Torben. Ich bin enttäuscht von dir. Danke. Verzieh dich. So läuft das nicht. Du willst hier nicht unser Gold... Er hat mir ein Gold geklaut. Er hat mir einfach... Er wagt es, mir ein Gold zu klauen. Habt ihr das gesehen? Guck mal, das Team, das am letzten in der Mitte war, hat trotzdem am längsten die Mitte. Da ist dieses gute alte Sprichwort, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Meine lieben Freunde, ist da wieder wahr geworden. So, wie viel brauche ich für den besten Bogen? 14, das heißt, ich brauche noch 2 Gold. Brauche noch 2. Dann kannst du den Rest haben. Oh, da. Thanks. Dankeschön. Jetzt muss man nur noch sicher zurückkommen. Oh. Moment.
I help you. Lol, wie sie beide gleichzeitig verreckt sind, ey. Ich wollte ihm noch so gerne helfen und ihn retten. Aber dem war leider nicht mehr so. Dieses Gold werde ich natürlich auch noch exportieren. In unser Zuhause. Aber vorher muss ich kurz die Mitte halten. Auch gegen Rot. Der baut sich dann nämlich... What the fuck? Er kommt einfach und denkt sich nichts und springt runter. Kluger Junge. Oh, das ist aber gewagt. Aber Mann, jetzt muss ich gegen alle verteidigen. Da habe ich keinen Bock drauf. Obwohl ich das, glaube ich, gerade ganz gut gebacken kriege. Wenn man ehrlich ist, ne? Aber jetzt wäre, glaube ich, auch der optimale Zeitpunkt, sich zurückzuziehen. Denke ich zumindest. Okay, wir wechseln uns ab hier, der gute Justin und ich. Ich werde nach Hause rennen. Eisen habe ich natürlich nicht ausgecheckt, aber liegt hier auch noch 5 rum. Teamchest haben wir nicht, brauchen wir auch nicht. Mann, schade, ich dachte, wir haben mal Teamplayer. So, aber ich finde die ganz gut, meine Player. Die sind cool drauf. Auf jeden Fall Kiste. Und die Tanks in die Kiste rein. Habe ich... Oh, Moment. Das brauche allerdings ich für die beste Chestplate. Look in die Kiste. We got a team chest, my friend. We got a team chest. Da ist alles drin. Und da wird es auch drin bleiben. So, Grün ist nur noch alleine. Ich habe Angst, dass er mich da hinten runterschießen wird. Deswegen versuche ich, dem vorzubeugen. Komm schon, Tom, bitte. Stell dich einmal... Danke. Ich wollte schon sagen, stell dich einmal nicht dumm an. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ich glaube, ich habe ihm jetzt so weit gegeben, dass er runtergefallen ist. Oh mein Gott, er gönnt sich, Alter. Er gönnt sich, dick. Also, so fangen wir hier gar nicht erst an, mein Freund. Ich baue mir jetzt hier oben einen sicheren Standort und werde von meinem Thron alle abschießen mit meinem Level 3er Bogen. Ich habe Schaden bekommen und ich habe mich richtig erschrocken. So richtig, richtig, richtig. Oh Mann, Torben, komm schon, einmal bitte, einmal noch treffen, komm. Yes, und noch einmal. Schade. Egal. Immerhin hast du ihnen mal wieder gezeigt, wer hier der Barbo ist. Jetzt will der auf mich schießen, das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja lächerlich. So, ich gehe aber mal runter, um die Gold-Updates zu bekommen. Ey, komm, das ist lächerlich, ihr seid immer noch nicht in der Mitte. Irgendwie müsst ihr doch euch doch mal bauen, opfert euch doch mal so ein bisschen arbeitsteilig. Ich habe nochmal 12 Gold, Alter, das geht so schnell. Ja, deiner ist eine nicht so gute Map, finde ich. Hier kriegt man alles irgendwie ziemlich schnell. Und außerdem finde ich die Map auch jetzt insgesamt nicht... Oh Gott, ich wollte es tun. Es tut mir wirklich leid, meine Freunde. Ich habe die TNT-Schaff einfach mal in den Abgrund getrennt. Alles cool. Leute, ihr spielt mit mir, Alter. TNT-Schaffe sind nichts für mich. Sehr schön. Das grüne Bett hat unser Dude schon mal zerstört. Es baut sich nur eher da hoch. Ich hoffe, ich kann dem vorbeugen, indem ich ihn irgendwann mal treffe. Ich sehe meinen Pfeil da hinten leider auch gar nicht. Ich sehe überhaupt nicht, was da abgeht. Haben wir Wasser auf der Map? Nein, eigentlich nicht, oder? Haben wir irgendwelchen Rauch? Auch nicht, hoffe ich. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde jetzt zu dem gehen. Ne, was tut er? Ich beobachte ihn zuerst. Ich habe ja Optifin. Ja, er schreibt Pussy-Taktik im Teamchat. Entweder meint ihr damit wirklich uns, jedoch habe ich noch nie was von einer Pussy-Taktik gehört. Ich habe nur was von einer guten Taktik gehört und die nennt sich die Mitte bekämpfen. Ist manchmal eine echt gute Taktik, okay. Sie schießen mit 2 Bögen. Das lassen wir erstmal sein. Und gehen dann doch mal gechillt zu Rot, oder? Warum eigentlich nicht? Ich meine, ein Versuch ist es ja wert. Oh Gott, ich werde ja von Blau beschossen. I forgot that. Ne, weißt du, was ich machen werde? Oh, okay. Dann sammel du mein Gold ein. Ja. Wenn das für dich in Ordnung ist. So, hier werden wir erstmal ein Sprungbrett setzen.
Dann werden wir einmal kurz zum Eisen gehen, um uns das Nötigste nochmal zu kaufen, wie ein ein Speedtrank und ähnliches. Ich frage mich, was er tun will. Ja, es ist kein Wasser. Wasser existiert nicht auf dieser Map. Und er will Oh, jetzt macht er es alleine. Ja, gut, ne? Bin gerade nicht da. Kann dir also schlecht helfen. Vielleicht wäre das eine sneaky Aktion von unserem anderen Dude, wenn der da mal rüberrennen würde. 1, 2, 3. 3 Heilungstänke sollte reichen, die benutze ich sowieso nicht, vergesse ich. Speed. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, warum benutzt du keine Rettungsplattform? Erstmal habe ich, glaube ich, sowieso nicht genug Gold dafür. Zweitens bin ich eh zu dumm für die. Ah, guck mal, hier liegt genug Gold. Okay, Blau wird jetzt schon gemacht. Sehr schön, dann lege ich das mal hier rein. Aber Rettungsplattform vergesse ich sowieso, also lasse ich das. Blöcke brauche ich aber. Blöcke sind ein Tool, was man unbedingt bei sich haben sollte. Dann kann ich doch meinen Speed-Trunk trinken. Dann springe ich natürlich nicht, weil Leute, wenn man Speed hat, ist man so schneller, als wenn man springt dabei. Weil dann ist es so und so ist es so. Das ist ein bisschen klüger, dann dabei nicht zu springen. Zu jumpen. Wie sonst was. Okay, er chillt oben auf der Mitte, will uns gerade abschießen. Ich sag nur, in 10 Sekunden hat er ein Problem. Alter, Alter, er trifft mich. Das macht er ziemlich easy, muss ich kurz anmerken. Ach, hier ist ein Spinnennetz. Das war aber uncool. Eine uncoole Aktion. So, wenn er mich jetzt runterschießt, bin ich am Arsch. Wenn ich das so schaffe, dann mache ich das so, weil dann habe ich noch nicht mal diese Enderperl-Schadensherzen. Okay. Okay, sehr gut. Okay, sehr gut. Ich muss sie nur hindern, sich was von dem Eisen zu gönnen. Er springt einfach so runter. Okay, hier ist auch wieder so ein Vierer-Spawn. Ich hasse diese Vierer-Spawns. Die muss man so schwer mit Spinnenweben zubauen, aber gut. Ich lasse jetzt solche. Ach komm. Dann lasse ich die halt nicht mehr zurück in ihre Base. Jetzt wird einer nach dem anderen sterben und nur noch der da oben lebt. Lass mich raten. Richtig! Und jetzt kommt die Becamper-Taktik. Falls ihr die Becamper-Taktik nicht kennt, das ist das, was. Oh, er hat Leitern. Interessant. Wir versuchen, meinen Stärketrank noch auszunutzen. Ja, das kann jetzt ein bisschen. Was hat er gemacht? Er ist nicht runtergesprungen, oder? Es tut mir so leid. Hakia! Jo, 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 jo. Ja, Leute, das war's von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach eine positive Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Um nichts zu verpassen, könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Was gibt's sonst noch zu sagen? Achso, habe ich schon gesagt mit dem T-Shirt, dass ich im Voraus aufnehme, oder? Richtig, weil ich nehme im Voraus auch schon mal, damit ich mehr Zeit habe für den Urlaub aufzunehmen und dies, das, alles. Ja, Leute, dann würde ich sagen, lasst eine positive Bewertung da. Abonniert, um nichts zu verpassen. Haut rein und ciao.